Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Jawohl. Diesmal wird der Lord Regent dran glauben, der dort hinten ist. Allerdings habe ich da gerade noch irgendwas gesehen, da drinnen. Genau. Ralt Tobias Gemächer. Bedenken über den kaiserlichen Befrager, wer das möchte, bitteschön. Oh. Sehr gut, und wer das lesen möchte, natürlich auch. So. So. Okay. Aber ich dachte, du willst den fertig machen und nicht töten. Wer hat dir das gesagt? Hallo. Die Frage ist, ich würde gern wissen, was passiert, wenn wir dem offen gegenübertreten. Der Attentäter? Schirmen Sie mich ab auf dem Weg zum Dach. Okay, er rennt sofort weg. Gut. Naja. War wohl nicht die richtige. Wohl nicht. Wichtig wäre, dass er von dem Kamin weggeht. Wieso, die haben wir ja eh ausgeschalten, oder? So. Du Penner, du Elendiger. So. Dich wird hier so schnell kein Schwein finden. So. Zum Tower. Moment. Sekunde, ich werde doch hier irgendwen gehen, oder? Hier ist auf jeden Fall eine Rune. Warum die bei dem Typen im Schlafzimmer liegt, ist auch so eine Sache. Haben wir schon genug Runen für eine neue Kraft? Wie viel haben wir? 3. Die Sache ist, ich würde gerne auf Zeit verlangsamen 2 sparen. Boxt aber nur. Oder vielleicht Windstoß, mächtiger Wind, der Gegner zurückdrängt oder umwirft und außerdem Türen zerschmettert. Aber das ist nicht so für Stealth-Vorgehen. Ja, das ist gar nicht so gut. Ah, ich glaube, dann wird auf Zeit verlangsamen sparen eh eine gute Idee. Gut, das macht scheinbar nichts. Kombination, haben wir denn eine Kombination? Shit! Kacke! Kann ich nicht machen. Verdammt! Ne, gut. Aber... wir können uns einer Sache bedienen. Ich glaube, die Kombination hat die nicht oben der gehabt. Der im Tower, der hat das doch verraten, die Kombination. Der in der Sendezentrale, ja. Okay. Dann werden wir uns dort mal hinbewegen. So. Das ist gut, wir können den gleich ein bisschen dazu verwenden. Ein Stück. Ist unmöglich! Was? So! Genau so macht man das, würde ich sagen. Da.
Der wird einen Schrecken kriegen, wenn der aufwacht. Ich glaube, es ist besser, wenn wir hier... Schaut ja mal um, nicht, dass... Dass nicht wo einer vorne reinrennt. Wie zum Beispiel in einem Blitzpfeiler. Alter, was war jetzt los? Hat der mich getroffen? Das schaut so aus. Boah, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist fies. Ja, bitte. Ja, naja. Hier vielleicht von, nicht von der Seite. Nur von unten, meinst du? Haben wir eh alle ausgeschaltet, ne? Ja. So. Okay. Sendezentrale, also da sind wir. Wir haben gerade herkommen. Über ganz Dunwall wurde eine Walölausgabesperre erlassen. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, etwaige Walölvorräte sofort zur Stadtwache zu bringen. Auf das Verbrennen von Walöl steht eine Freiheitsstrafe. Diese Nachricht ist eine Anordnung des Lord Regenten persönlich. Wir müssen ihm vertrauen. Der hat eine Orgelstimme für so einen Znirchtl. Bitte, tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lord Regenten töten, nicht wahr? Schon erledigt. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lord Regenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Sie mir. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihn erledigen. Viel Erfolg. 935, alles klar. Wer übrigens möchte über den Jedermannsorden erfahren, kann das jetzt tun. Und runter mit uns. Oh. Hm. 935 war das, oder? Supi. Kaiserliches Juwelenkästchen. Kaiserlicher Meisterspion. Okay, das lese ich vor. Kaiserlicher Meisterspion, wir hatten eine Abmachung und ich hatte bereits weiterführende Pläne gemacht. Der kaiserliche Schutzherr war kein Teil der Abmachung. Sie haben mir versichert, dass Sie und das Mädchen alleine sein würden. Hiermit erhöhe ich den Preis für unser Unternehmen. Deponieren Sie das zusätzliche Geld im anderen toten Briefkasten, ansonsten kommen wir persönlich vorbei, um es zu holen. D. Okay. Das musst du jetzt abspülen drüber. Genau. In der Sendezentrale. Ja. Einen Moment noch. Ich habe nämlich... Ich wollte jetzt genau nicht die Zeit verlangsamen. Sondern viel eher das machen. Denn ich habe gehört... Es gibt hier irgendwo noch ein Gemälde von Sokolov, was ich vergessen habe. Oder haben wir das schon mitgenommen? Welcher Kommentar war, glaube ich, unter Folge... Also unter der vorletzten Folge. Mhm. Also es könnte sein, dass wir den letzte Folge schon mitgenommen haben. Keine Ahnung. Gut. Dass es nicht klappt. Das ist auch Gemälde, gell? Ja, aber die können wir nicht mitnehmen.
So, bitteschön. Hallo? Also müssen wir das selber machen. Wo ist hier der Audiograf? Rechts, rechts. Wo? Rechts, na rechts, rechts, rechts. Nein. Dreh dich einfach um. Da. Das da? Ne. Ah, hier. Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage im Schmutz und Suff verbringen, obdachlos und ohne Arbeit um Geld bettelnd, für das unsereins hart schuften muss. Und der Plan war einfach, die infizierten Ratten vom pandesianischen Kontinent zu holen und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan funktionierte ausgezeichnet. Anfangs. Doch die Ratten entwickelten ein Eigenleben, versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmierend schnell. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Alle wurden krank und dann begannen die Leute Fragen zu stellen. Die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenplage steckte. Ich wusste, die Wahrheit würde herauskommen. Es gab keinen anderen Weg, als sie zu beseitigen. Und selbst die Macht zu übernehmen. Sie musste sterben. Sie musste einfach sterben. Eine Kaiserin zu töten ist kein leichtes Unterfangen. Aber so konnte ich die Seuche mit uneingeschränkter Macht angehen. Quarantäne, Abschiebung der Kranken. Aber es gibt immer eine törichte Mutter, die nach ihrem verlorenen Kind sucht. Oder einen tumpen Arbeiter, der seine verschwundene Frau vermisst. Und dann wird die Quarantäne gebrochen. Aber mein Plan hätte doch funktioniert. Er wäre aufgegangen, wenn nur jeder die Befehle befolgt hätte. Ich würde mal sagen, so ein Dreckspenner, gell? Ist das so ein komisches Gemälde, was da gestanden ist? Was? Das da? Ja, nein. Nein. Nö. Gut. Dann würde ich sagen, verpissen wir uns nicht durch den Haupteingang. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Sondern viel eher, Sekunde, erstmal die Kräfte durchschauen. Wir haben keine Betäubungsbolzen mehr, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Wir kommen ja da eher aus hier ohne. Durch den Haupteingang? Nein, ohne besondere Kräfte. Ich mach wohl noch schon. So, Außenbereich, alles klar. Erstmal kurz schauen, ob hier noch irgendwo eine Rune ist. Ja, dort. Aber das ist oben. Ja, und sein Ding. Sekunde, ich probiere aber innen hoch zu gehen, weil ich glaube, außen ist das. War nicht dort sogar im Senderaum direkt ein. Eine Tür, glaube ich, ja. Eine Tür raus. Ich hasse das. Ups, jetzt bist du wieder ganz unten. Ja, ich glaube, ich werde einfach hochrennen. Ja, du bist schneller, glaube ich. Ja. Ah, die Maus. Immer hin und her. So, warte mal, was ist, wo geht's da hin? Ja, da waren wir schon. Dort haben wir den Typen ausgeschaltet, den Lord-Regenten. Du musst aufpassen, ob es nicht irgendwo Tieren noch gibt. Na, da ist keine Tür. Oder oh ja, da wo der Dreier ist. Ist das nicht eine Tür? Nein, das ist nur der Stock. Er muss einen anderen Weg gehen. Aber er ist doch in die andere Richtung gerannt. Er ist doch in die andere Richtung gerannt, der Leute gerannt, wie er aufgehört hat. Ja, stimmt. Irgendwo hier. Nein, durch seinen Raum. Wo ist er? Hier. Na, da ist er rausgerannt. Da?
Nein, da bei der Haupttür ist er rausgerannt. Nicht da. Gegenüber von der Tür, da ist er doch rausgerannt. Und dann hat er sich links gehalten. Okay. Vielleicht hier? Ne, ja, da sind wir wieder da, wo wir wollen. Ja, stimmt. Nein, hier, das ist eine. Nein, das, da waren wir ja gerade. Aber nein, da waren wir nicht. Ach so. Das ist quasi der aufpassen, andere Turm. Aufpassen, schaust du mal. So. Schau dir mal um, ob er drinnen ist. Also ich glaube, das ist ein neuer Level-Abschnitt. Der dachte es dann, Wall Tower. Jetzt musst du aufpassen, ja eben. Die Sache ist, wir haben keine Betäubungsbolzen. Ja. Es sind aber scheiße viele Gegner. Ja und? Die Kastole. Nicht. Nicht. Und jetzt geht. Owe. Schneller. So. Wenn er sich umdreht, guckst du ihm alle. Ja. Duck dich. Kannst du nicht ducken? Ich bin schon geduckt. Also. So, Lingus, na klar, weil dort durch den findet er mehr keiner. Wo ist der nächste? Da ist hinten. Wo? Dort hinten? Das da? Ja, jetzt sehe ich ihn schon. Da kommen wir leider nicht hoch. Jetzt geh in die Ecken und von der Ecke hinter ihm. Schau dir was her, Stummer. Hat der es aufmerksam wollen? Hinter ihm musst. Und. Ups. So. Das ausschütten. Alarm deaktivieren. Sehr gut. So. Wo ist die Rune? Die ist dort ganz hin. Schau mal durch da. Was ist denn das? Alter, dann kommt einem einfach mal ein Stelzenläufer entgegen. Was ist der Dreck? Ich glaube, den kannst du übernehmen. Ja, mit Beherrschung. Die Frage ist, wo sollen wir den hingeben? Den können wir ja nirgendwo hin. In welche Richtung bist du gegangen? Ach, scheiße. Da hinten ist auch wer, schau. Geh links, führe. Links! Dreh dich umdrehen. Ja, die Sache ist, der kommt bis daher. Nein, das geht nicht. Da, Manni, da geh, führe. Das ist ein Blödsinn. Ich war unten blieb. Bei unten sieht er die nicht. Die Sache ist nicht, wo er mich sieht und wo nicht. Da, sondern links. Da links geht vorbei. Ja. Und geh hin. Eine zu.
Der ist dem umgebracht da drinnen. Alter, der sieht mich da durch. Da ist auf jeden Fall einmal ein Buch. Ja, jetzt sieht er die aber gleich, gell? Das sag ich da. Glaube ich nicht, wir sind hier so weit weg und im Dunkeln. Ja, eine Rune und vor allen Dingen hier schwindende Unterstützung. Ja, das hat sich jetzt erledigt quasi. Wieso schaut nicht? Das schaut fast so aus, als ob das dieser Schutzraum wäre. Vor allen Dingen, wie schwer der bewacht wird. Ich würde den gerne ausschalten. Na wie? Da? Wie willst du den ausschalten? Ich weiß, wie man das macht. Ich weiß schon, wie man den... Zwar nämlich... Doch nicht. Das sieht auch für Pimmers. Ach du Scheiße, ich glaube, jetzt habe ich ordentlich gefailt. Ja, das glaube ich auch. Okay, aber ich würde sagen, weiter geht's dann im nächsten Mal bei Let's Play Dishonored. Dishonored, jawohl.